christliche Leiterschaft ist dienende Leiterschaft. Nach diesem Thema habt ihr gefragt und deswegen wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Als allererstes lese ich mal die Frage, die Ursprungsfrage vor und dann erkläre ich nochmal zwei Sätze und dann steigen wir direkt ein mit dem, was ich dir heute zu sagen habe. Die Frage lautet: Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Wie soll man diesen Vers verstehen? Soll sich jeder jedem unterordnen? Soll sich ein General schlecht fühlen, weil er der Oberste ist? Das ist eine spannende Frage, ne? Ich finde gerade diesen letzten Punkt mit dem General eine total geniale Zuspitzung, weil das Thema auf den Punkt bringt. Und so funktioniert es nur mal auf diesem Kanal. Also ihr stellt Fragen, ob hier in den Kommentaren oder bei Telonym oder über irgendwelche anderen Wege. Und dann landen diese Fragen in der Umfrage hier unterm Video. Und ihr gemeinsam entscheidet dann, welche von den Fragen wir behandeln wollen. Und ich lasse mich auf das, was ihr entschieden habt, ein. Ordne mich quasi eurem Votum, also euren Wünschen unter. Da sind wir schon mittendrin in diesem Thema, ne? Ich glaube, das ist ein biblisches Prinzip, dass wir uns gegenseitig im Blick haben, dass wir füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns immer wieder bewusst machen, es geht nicht um mich, es geht nicht um einzelne Personen, sondern es geht immer um die anderen und damit um alle, um die Gemeinschaft, um die Menschheit. Das ist ein zutiefst biblisches Prinzip, welches auch für Leiterschaft, also für Situationen, in denen man andere Menschen anführt, in denen man anderen Menschen etwas sagt, etwas vielleicht sogar befehlt, gelten kann. Nun habe ich eben nochmal geschaut. Du siehst ja manchmal so ein bisschen die Bücher noch so hinter mir hier so rumschimmern, ne? Das sind meine analogen Bücher. Ich habe noch tausende digital in meinem Computer drin. Aber alleine hier hinter mir sind zwei von diesen Regalabteilungen voll mit Themen zu Leiterschaft, zu Kommunikation, zu Mitarbeiterführung, zu Konfliktbewältigung, zur persönlichen Reife, zu persönlichem Wachstum, zu allen möglichen Themen. Und alle diese Themen spielen natürlich in dieses eine Thema Leiterschaft und auch dienende Leiterschaft mit hinein. Deswegen will ich dir als allererstes sagen, ich finde das manchmal, ja, ich sag's direkt raus, ich finde das manchmal unglaublich schwierig, wenn Christen dann mit einem einzigen Bibelvers kommen und sagen, so hat Jesus das gesagt und nur so müssen wir das verstehen und von dem einen Bibelvers alles andere denken. Das wird der Heiligen Schrift nicht gerecht. Denn in der Bibel findest du ja ganz viele verschiedene Stile, wie Menschen andere Menschen führen. Du findest ganz viele Stile, wie Menschen miteinander leben, wie Menschen miteinander arbeiten, wie Menschen in ihrer Kultur und in ihrer Umwelt sich gegenüber anderen Menschen oder Herausforderungen aufstellen. Und das ist auch unglaublich wichtig, dass man immer auch die gesamte Situation im Blick hat und nicht irgendwie so ein frommes Muster auf alles einfach versucht aufzudrücken. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir sehen das im Alten Testament gerade, da gibt es Generäle, die treffen Entscheidungen, die sind ganz, ganz weit oben und die treffen auch schwierige Entscheidungen, manchmal Entscheidungen, die Menschen in den Tod führen und sie wissen, das sind die richtigen Entscheidungen gewesen. Das sind nun mal schwere, krasse, doofe Situationen, in denen so ein General dann gefragt ist und deswegen muss er sich aber noch lange nicht schlecht fühlen, um da direkt mal drauf einzugehen, was du da meinst. Aber lass uns noch mal drauf einsteigen, wie soll man diesen einen Vers jetzt verstehen? Also diese Aussage von Jesus, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, der soll allen dienen. Die findest du in den drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Dreimal wird nämlich diese Geschichte erzählt, dass zwei Jünger von Jesus, die Söhne des Zebedäus werden sie dann genannt, zu Jesus kommen. Also das eine Mal wird dann berichtet, sie kommen zu Jesus, das andere Mal schicken sie ihre Mutter vor, aber im Grunde geht es um dieselbe Frage. Es geht nämlich um die Frage, Jesus, dürfen wir, wenn wir irgendwann im Himmel angekommen sind, links und rechts neben dir sitzen? Also kannst du uns quasi zu den wichtigsten Menschen neben dir im Paradies machen? Können wir mit dir regieren? Können wir mit dir Befehle erteilen? Können wir mit dir den Königsthron teilen? Verstehst du? Also das ist natürlich ein ganz, ganz altes Bild und das muss man verstehen, dieses 2000, ja, es geht dann noch weiter zurück, 2000, 3000, 4000 Jahre alt Bild, was wir heute ja eigentlich gar nicht kennen. Also was wären denn die Sitze neben dem Bundespräsident in Deutschland? Das ist völlig uninteressant. Also
Aber damals war das halt wichtig. Ne? Und das musst du verstehen. Es geht wirklich darum, dass sie sagen, wir möchten gerne mächtig sein, wir möchten wichtig sein, wir möchten bei allen bekannt sein, wir möchten von allen bewundert werden, wir möchten allen was erzählen können. Wir möchten neben dir die allerwichtigste Rolle im Reich Gottes spielen. Und daraufhin werden die anderen 10 Jünger, die das mitkriegen, richtig sauer und wütend. Und Jesus ruft dann alle zusammen, also alle 12, diese beiden und die anderen 10, und sagt dann, Leute, im Reich Gottes funktioniert das nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Das ist die eigentliche Aussage, die Jesus trifft. Er sagt, im Reich Gottes geht es nicht darum, wer der Wichtigste ist. Es geht nicht darum, angesehen zu sein, der Reichste zu sein, der Wichtigste, der Bewundernswerteste, der Schönste, der irgendwas zu sein. Du könntest das direkt ins Heute übertragen. Es geht nicht darum, die Person mit den meisten Followern zu sein, die Person mit den meisten Likes zu sein, die Person mit den coolsten Klamotten, die von allen anderen nur angehimmelt wird, zu sein. Diese Maßstäbe sind irdische Maßstäbe, die spielen auf dieser Welt eine Rolle, aber im Reich Gottes nicht mehr. Im Paradies ist das alles vollkommen unwichtig und es geht vielmehr darum, und da macht Jesus quasi dieses größere Thema auf, es geht vielmehr darum, dass wir die anderen Menschen im Blick haben, dass wir also von dieser Fixierung auf uns selbst, auf unser eigenes Wohl, auf unseren Reichtum, unsere Anerkennung, also das sind ja alles ganz, ganz wichtige menschliche Bedürfnisse, ne? Von anderen gesehen zu werden, Essen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben und sowas, davon wegzukommen und die anderen in den Blick zu nehmen. Verstehst du das? Also es geht darum, dass das passiert, was in der Welt damals, in der Jesus aufgetreten ist, in der frommen Welt eben nicht passiert ist. Da war es so, dass die frommen Leute, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, also die, mit denen Jesus immer wieder diskutiert, dass die halt genau das richtig pervertiert haben. Sie haben nämlich gesagt, wir sind für Gottes Reich. Wir sagen Gottes Wort weiter. Wir setzen uns für Gottes Sache ein. Aber am Ende waren sie Heuchler. So sagt Jesus das jedenfalls, ne? Also sie haben getan, als würden sie auf Gottes Seite stehen, aber eigentlich ging es nur darum, dass sie selbst wichtig waren, dass sie gesehen wurden. Und schon wieder kommt genau dieses gleiche Paket, dass sie Anerkennung bekommen haben, dass sie reich geworden sind, dass sie ihre eigenen Vorteile gesucht haben. Und Jesus sagt eben, Leute, ihr müsst aus diesem Kreislauf ausbrechen. Diesen Kreislauf ausbrechen, damit die anderen, die da keine Chance haben, die überhaupt nicht gesehen werden, die nicht im Blick sind, auch mit hineinkommen in dieses große Reich Gottes, in diese neue Gemeinschaft, die ich ermögliche. Ihr müsst euch anders verhalten, damit wieder ein Stück weit Gerechtigkeit in der Welt und im Reich Gottes einziehen kann. Das ist das biblische, geistliche Prinzip hinter dem, was Jesus sagt. Es geht also um ganz deutliche Gesellschaftskritik für die damalige Zeit. Da können wir natürlich für heute auch noch einiges lernen. Ne? Also gerade in Zeiten von Insta ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, ich mache das nicht. Moment, ich weiß nicht, ob ein Mann sich das immer wieder bewusst macht, aber ich mache mir das bewusst. Das ist ja einer meiner ganz, ganz großen Werte. Ich mache das mit diesem YouTube-Kanal und mit Insta, was ich ja auch sehr stark betreibe, nicht um selbst berühmt zu werden oder um angesehener zu sein, damit die Leute mich auf der Straße grüßen oder sogar nach Autogramm fragen oder sowas. Nee, sowas finde ich sogar eher unangenehm. Ich mache das, weil ich weiß, dass ich gewisse Begabung habe und dir eine Hilfe sein kann. Ich mache das, weil ich nur mal weiß, dass ich diese Fragen, die ihr habt und die ihr dann auch hochratet, wenigstens zum ganz kleinen Teil beantworten kann und dir eine Hilfe geben kann, damit du weiterdenken kannst. Und dieses Prinzip im täglichen Leben umzusetzen, das kann auch heute eine ganz wichtige Hilfe sein. Auch wenn du dann in Leitungsposition bist. Stell dir mal vor, in der Gemeinde kommst du in eine Leitungsposition, dann geht es eben nicht darum, dass alle nur sagen, boah, guck mal, was eine tolle Leiterin, was die alles auf die Beine stellt und boah, die müssen wir noch weiter befördern zur Ältesten oder sowas. Nee. Es geht eben darum, dass du siehst, welche Menschen sind dir anvertraut, also um welche Leute sollst du dich kümmern, um welches Ziel sollst du dich kümmern und dass du dich da rein investierst, dass du immer wieder die anderen in den Blick nimmst und für die anderen da bist und dafür sorgst, dass die anderen ganz, ganz wichtig werden. Und ob du selbst dabei wichtig bist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für Leiterschaft.
Ich sage das jetzt nochmal, das ist ein Prinzip, ne? Das ist eins von ganz, ganz vielen Prinzipien. Es bedeutet nicht, dass jeder sich jedem nur unterordnet, immer so den untersten Weg geht und noch weiter runter und alle nur so mit gesenkten Köpfen da stehen. Nein, es gibt ja schon auch Strukturen. Und es gibt Strukturen, die auch in Gemeinden vom Heiligen Geist angelegt sind und die auch so sein sollen. In der ganzen Bibel findest du Leitungsstrukturen, dass es also Älteste oder Anführer gibt, die von Gott eingesetzt worden sind und die den Ton angeben sollen, die herrschen sollen. Und da heißt es nicht, dass sie sich unterordnen im Sinne von, wir machen das, weil es alle anderen nur wollen, sondern es geht darum, dass sie den anderen dienen, dass sie für die anderen da sind und trotzdem aber das Sagen haben. Das ist ja das Beispiel von Jesus. Jesus sagt, ich diene, also Jesus ist der, der die Füße den Jüngern wäscht. Jesus ist der, der für die Jünger stirbt. Jesus ist der, der alles für die Jünger tut. Und trotzdem hat er das letzte Wort. Trotzdem ist er derjenige, der ganz klar entscheidet, das und das und das und das passiert. Verstehst du das? Also es geht nicht um dauerhaftes Unterordnen so, sondern es geht darum, innerhalb von gewissen Strukturen zu bleiben. Strukturen, die auch zu dieser Welt gehören, die noch nicht Reich Gottes sind. Und in diesen Strukturen aber die anderen in den Blick zu nehmen. Ich glaube, dass das auch ein Prinzip ist, was weit über Gemeinde und Kirche hinaus heute wichtig wird. Gerade jetzt wird so Leiterschaft, Leadership 4.0 im Anklang zu Industrie 4.0 und Digitalisierung und sowas diskutiert. Da braucht es neue Methoden, da braucht es Methoden, andere einzubeziehen und zu motivieren und nicht mehr so von oben herab zu sagen, das wird jetzt gemacht und dann zu kontrollieren, sondern zu motivieren, zu kommunizieren und sowas. Das ist aber jetzt nicht unser heutiges Thema, ne? Also, was ich dir mitgeben möchte, ist, es ist ein gutes und wichtiges Prinzip. Dieses Prinzip kommt aber natürlich auch an Grenzen. Und das möchte ich als letzten Gedanken noch loswerden. Also, ich habe eben von Strukturen gesprochen. Es gibt ja auch übergeordnete Strukturen, also Gesetze. Da kann man sich nicht drüber wegsetzen, ne? Also, ich sag mal, ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Da gibt es Gesetze wie zum Beispiel eine Aufsichtspflicht oder ein Kinderschutzgesetz. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, ich setze mich darüber hinweg und mache einfach, was mir Spaß macht, beziehungsweise was den Kindern Spaß macht. Also ich sage nicht den Kindern, ey, wisst ihr was, da hier ist eine Schreckschusspistole, spielt damit mal und macht ein bisschen Krach. Ich gebe denen auch nicht eine Flasche Wodka und sage, hier, macht mal ein bisschen Mutproben und sowas. Das ist nicht nur dumm, richtig dämlich, sondern auch gefährlich. Und an dieser Stelle gibt es natürlich gewisse Grenzen. Und an dieser Stelle hat auch ein General gewisse Grenzen. Und deswegen möchte ich dir auch mitgeben, als wirkliche Beantwortung dieser Frage, ein General muss sich nicht schlecht fühlen, weil er der Oberste ist. Er darf sich gut fühlen, weil er gewisse Wege beschritten hat, weil er wirklich was geleistet hat im Leben und weil er Verantwortung trägt. Und ich glaube, dass die allermeisten Generäle dieser Verantwortung auch sehr, sehr gut und positiv nachkommen. Und dass, wenn sie die anderen, die unter ihnen stehen, im Blick haben, sie auch sehr nah an dem sind, was Jesus sich eigentlich vorgestellt hat. Nun ist das wirklich ein ganz kleiner Teil von Leiterschaft. Wie gesagt, es gibt unzählige Literatur, unzählige Dinge, die schon aufgeschrieben worden sind. Ich möchte dich ermutigen, bleib da dran. Informier dich immer mehr darüber, lerne mehr, wachse mehr in deiner Persönlichkeit und du wirst ganz sicher eines Tages eine ganz wichtige Rolle im Reich Gottes spielen. Nicht, weil du so groß bist oder toll bist oder angesehen bist, sondern weil du so eine wichtige Rolle für die anderen spielst. Nun bin ich sehr gespannt auf deine Reaktion. Ich freue mich auf deine Kommentare. Schreib mir gerne, was du zu dem Thema denkst, was du schon gelernt hast, wo du weiterkommen könntest und möchtest oder was so deine Best Practices sind. Keine Ahnung. Ich freue mich auf deine Reaktion. Schreib sie gerne hier drunter. Und ich freue mich auch zu hören, ob dir das ein bisschen geholfen hat. Ansonsten sage ich jetzt nur, sei gesegnet, bis nächste Woche. Ciao.